Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4, zu einer weiteren Folge der Testfahrt. Und ja, es ging jetzt doch sehr schnell. Ich werde einige, ja, unter welchem Begriff kann ich zusammenfassen, VAG V10 Mittelmotorsportwagen heute über die Teststrecke fahren, nämlich unter anderem den Huracan Performante. Vorweg schon mal, heute werden es nur 5 Fahrzeuge sein, weil ich einfach beispielsweise den Huracan, den LP610-4, sowie auch den R8, den 2016 auch schon über die Strecke gefahren bin. Dementsprechend bleiben nur 5 übrig, die ich heute fahren werde. Aber wird denke ich, trotzdem ganz geil. Gerade der Performante wird hier doch, denke ich, eine ordentliche Zeit reinballern. Und ja, welche Zeit er hier reinballern wird, das werden wir jetzt einfach mal direkt sehen. Ja, da ist er nun an der Startlinie, der Performante. Los geht's. Dank Allrad natürlich ein massiver Start, aber da würde ich hier heute keinen Vorteil den anderen gegenüber haben, weil die haben alle Allrad. Das kann ich ja soweit schon mal vorwegnehmen. Und der Wagen hat wirklich einfach eine super geile Kurvenlage und auch eine mega gute Übersetzung. Klar, am Ende des Tages ist es ein Mittelmotor, Allrad, Supersportwagen, dass er bei schnellen Kurven ein leichtes Untersteuern drin hat, ist in irgendeinem gewissen Maße nicht auszuschließen. Aber ich bin ganz ehrlich, das hält sich in einem absoluten Rahmen. Das ist jetzt nichts, was ich pauschal bei dem Wagen negativ ankreiden würde. Aber ja, ich denke auch mal, der Performante wird hier gute Karten haben, unter den Fahrzeugen heute die Bestzeit zu setzen. Eigentlich gibt es nur einen Wagen, welcher hier heute da eventuell rankommen könnte. Ob er das tut, werden wir dann sehen. Aber ja, mich interessiert jetzt vor allem der Vergleich zum 488 Pista und auch zum normalen Huracan. Einfach mal der Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen, weil Lamborghini selbst sagt ja, zum Performante, das ist keine Weiterentwicklung, sondern eine Neuentwicklung. Und da können wir mal gespannt sein, wie neu der sich wirklich entwickelt hat. Ich muss sagen, wirklich grandioses Handling. Und wir fahren mit 290 km/h über die Ziellinie. Das ist für so einen Wagen echt schnell. Und damit haben wir eine 1,44,027. Das ist damit, wie wir sehen, geschlagene 6,5 Sekunden schneller als der... Nee, gar nicht wahr, Quatsch. Ich kann kein Mathe. 5,5 Sekunden schneller, Entschuldigung, als der Huracan LP610-4. Das ist verdammt ordentlich. Das ist wirklich, wirklich, wirklich eine ordentliche Zeit. Und damit siedelt sich der Wagen in etwa bei McLaren 27S ein. Kann man machen, auf jeden Fall. Ich suche bei mir in der Liste gerade den Pista. Ah, nee, da ist er. Also die drei sind hier auf meiner Teststrecke echt super nah zusammen. Die trennt nicht mal eine Zehntel. Und das ist wirklich grandios. Das zeigt auch wirklich einfach nur einmal mehr, Li macht in Forza... Also klar, es ist definitiv eine Richtungsangabe. Aber gerade bei Serienfahrzeugen kannst du nicht sagen, ein Wagen mit 930 Li ist pauschal immer besser als ein Wagen mit 900 Li. Klar, von Strecke zu Strecke unterschiedlich. Aber das ist doch auf jeden Fall ein Zeichen hier, dass gerade die drei Fahrzeuge hier so wirklich verdammt nah zusammen sind. Damit also der Lamborghini Huracan Performante auf Position Nummer 23 aktuell. Knapp hinter dem Ferrari R50, den ich mir damals aufgebaut habe. Und aber auch langsamer, ja, wobei eigentlich auch fast gleich schnell zum Diablo GTR. Also, das ist eine verdammt ordentliche Zeit. Und ja, wir gucken mal, ob die geschlagen werden wird. Der nächste Wagen wird es vermutlich nicht packen. Ja, vergesst meinen letzten Satz bitte. Ich habe einfach mal gerade für mich die Reihenfolge der Wagen gedreht, wie ich sie heute fahren werde. Nämlich kommt jetzt der Ital Design Zero dran. Der ja sehr viele Teile oder in sehr vielen Dingen dem Huracan Performante ähnelt. Und da bin ich jetzt natürlich gespannt,
wie der hier abschneiden wird. Ob der dem Performante ansatzweise das Wasser reichen kann oder nicht. Die Kurvenlage ist bei dem Wagen halt wirklich, wirklich grandios einfach nur. Dafür das Getriebe einen Tacken zu lang, finde ich auf jeden Fall. Aber, ja, werden wir sehen. Jetzt kommen wir erstmal in den sehr technischen Abschnitt. Und da wird sich natürlich zeigen, ob das, was ich jetzt die ersten Meter so gemerkt habe, sich bestätigt oder nicht. Kommt auf jeden Fall auch super schön um die Kurven. Sehr schönes Einlenkverhalten. Hat aber tatsächlich dann doch etwas massiveres Übersteuern, als es der Performante hat. Aber wie gesagt, immer noch sehr, sehr geiles Fahrverhalten. Und jetzt gucken wir mal, mit welcher Geschwindigkeit er hier über die Linie fahren wird. Spontan würde ich vermuten, es wird langsamer sein als der Performante. Aber tatsächlich marschiert er auch mit 290 über die Linie und fährt tatsächlich eine 1,45, 5,73. Was dann tatsächlich dazu führt, dass der Wagen knapp anderthalb Sekunden langsamer ist als der Performante. Und das ist eine ordentliche Menge. Anderthalb Sekunden gerade auf der Strecke hier ist verdammt viel. Und damit der Wagen in etwa, was haben wir da serienmäßig in der Nähe? Ja, eine Sekunde schneller als ein GT3 RS. Das ist interessant. Ich glaube, den GT3 RS werde ich dann tatsächlich bei Zeiten nochmal hier drüber fahren. Knapp 7 Zehntel langsamer als ein Veyron Supersport. Gut, das ist eine leicht andere Geschichte. Aber ansonsten sind in der Zeitenkategorie tatsächlich nur getunte Fahrzeuge. Ist natürlich blöd, dass wir hier jetzt nichts wirklich Vergleichbares in der Nähe haben. Wie gesagt, interessant, dass der doch so viel langsamer ist als der Performante. Aber ja, wir werden auf jeden Fall mal sehen, welcher italienische, nee, jetzt eben nicht italienische, welcher Supersportwagen jetzt hier als nächstes mal eine Zeit brettern darf. Und wie gesagt, italienisch ist der nächste nicht. Einen einzigen Deutschen werden wir heute doch fahren, der Audi R8 aus dem Jahre 2013 wird jetzt gefahren, wie gesagt. Den modernen R8, also den 2016er, den bin ich ja schon gefahren in einer etwas früheren Folge. Aber ich dachte mir, man kann ja auch mal ein paar ältere Fahrzeuge jetzt fahren. Klar, der wird jetzt nicht im Vergleich zu den beiden vorherigen Fahrzeugen stehen. Aber trotzdem wird es interessant sein, gerade auch wieder jetzt zum modernen R8 steht von der Zeit. Man merkt auf jeden Fall, das ist ein Audi, der untersteuert, ja. Also, das ist echt ein Naturgesetz bei Audis, dass die nochmal deutlich massiveres Untersteuer haben als vergleichbare Fahrzeuge. Keine Ahnung, warum sie es nicht geschissen bekommen. Aber das kostet halt massiv Zeit. Aber dafür muss man sagen, er lässt sich äußerst leicht fahren. Also ich glaube, den Wagen wegzuwerfen, da muss der echt ein absoluter Künstler sein. Wenn du bei dem Wagen irgendwie das Heck verlierst oder so. Das halte ich pauschal, wenn du halbwegs fahren kannst, für fast unmöglich. Aber ja, wer sich wundert, so, hey, Moment, der R8 passt doch hier jetzt überhaupt nicht rein. Der hat jetzt ja keinen direkten Vergleichspartner in der Folge. Keine Sorge, es kommen ja noch zwei Fahrzeuge. Und einen von den beiden wird man auf jeden Fall mit dem R8 hier vergleichen müssen schon. Deswegen wird es interessant, was der hier für eine Zeit setzt. Auf jeden Fall mit knapp 20 km/h weniger über die Linie. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Hausnummer.
und seitlich auch nicht ansatzweise bei den anderen Fahrzeugen eine 1,54292. Damit knapp 10 Sekunden langsamer als der Huracan Performante. Und ansonsten auch zum neuen R8, da ist er knapp ja, 1,3 Sekunden in etwa. Das ist jetzt gar nicht so viel, wenn man mal drüber nachdenkt. Ansonsten zeitlich ähnlich auf jeden Fall zum GTC 4 Lusso. Langsamer tatsächlich noch als der Ferrari 430 Scuderia. Das ist auf jeden Fall bitter, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Weil der Scuderia ist doch nochmal eine Generation noch weiter zurück zum R8. Der Konkurrent, wenn man so möchte, wäre ja der Italia von Seiten Ferrari. Und jetzt eben noch langsamer als eben das Modell der vorherigen Generation. Ist nicht die stärkste Zeit von dem Wagen hier. Nichtsdestotrotz 1,3 Sekunden auf den neuen R8. Kann man machen. Ist in dem Duell auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ja, was der andere Duellpartner dazu sagen wird, das sehen wir jetzt. Ja, das italienische Pendant zum Audi R8 ist der Lamborghini Gallardo. Und da haben wir hier im Spiel den Gallardo Superleggera. Welcher ja, wenn man möchte, der direkte Vorgänger zum Huracan Performante ist. Das heißt, auch da wird einfach mal der zeitliche Unterschied definitiv interessant zu sehen einfach mal. Und spontan, bin ich ganz ehrlich, fährt er sich nicht so geil wie der Audi tatsächlich. Der ist irgendwie... Der ist mir einen Tacken zu weich. So blöd, wie es klingt. Aber, naja, mal gucken, ob sich das... Das ist ja erstmal ganz am Anfang nur so ein Bauchgefühl von den ersten paar Metern. Ob sich das bewahrheitet, sehen wir ja immer erst in diesem Abschnitt hier. Aber bisher lag ich da immer relativ richtig bereits. Wir gucken einfach mal. Wir gucken mal, ob der Audi hier schneller sein wird, vielleicht sogar als der Superleggera. Eigentlich dürfte das nicht der Fall sein. Vielleicht erwarte ich auch einfach nur zu viel von dem Gallardo. In Wahrheit fährt er sich besser als der R8 und ich erwarte einfach nur, dass er sich noch krasser fährt und deswegen kommt er mir schlechter vor, als er eigentlich ist. Kann gut sein. Werden wir dann ja am Endresultat sehen, auf jeden Fall. Kommt hier auf jeden Fall trotzdem recht schön um die Kurven. Also ja, ich glaube einfach, ich habe ein wenig zu viel erwartet. Ja, wobei, jetzt haben wir hier auch ein ordentliches Stück Untersteuern drin. Also, ja, mal gucken. Das wird interessant von den Zeiten her. Jetzt auf jeden Fall auf der Zielgeraden, schiebt ordentlich voran. Ein gutes Stück besser als der R8, 277 km/h über die Linie. Und seitlich sind wir bei einer, oh je, 1, jetzt muss ich kurz rechnen, 52,942. Und damit tatsächlich dem R8 gut was abgenommen, nämlich knapp 1,3 Sekunden. Und ja, wer aufgepasst hat, der wird wissen, damit ist der Gallardo Superleggera tatsächlich auf dem Niveau zeitlich des modernen R8 sogar, des 2016er Modells. Und das ist auf jeden Fall eine starke Nummer. Das kann man so an der Stelle nicht unterschleifen. Auch zeitlich knapp eine halbe Sekunde hinter dem 997 GT3 RS. Das ist ordentlich. Das ist wirklich, wirklich eine gute Zeit. Kam hier, wie gesagt, beim Fahren an sich nicht so geil rüber. Aber ich glaube, es war dann doch einfach, dass ich mir gedacht habe, okay, den Wagen, der muss viel schneller sein als der neue R8. Und dann, das Fahrwerk ist mir echt einfach einen Tacken zu weich. Im Endeffekt war er dann doch schneller. Ich glaube, ich habe es einfach negativer gesehen, als es war. Gefühle können täuschen. Die Zeiten, die tauschen, ja, die tauschen nicht. Nee, die tauschen tatsächlich auch nicht, aber die täuschen nicht. Aber das war nicht der einzige Gallardo, der heute gefahren wird. Ja, wir fahren jetzt nämlich noch die offene Version, den Lamborghini Gallardo Spider Performante. Es ist eigentlich nur der Superleggera als Cabrio-Version und ich dachte mir, könnte ganz lustig werden. Der wird definitiv langsamer sein als der
als der normale Gallardo, obwohl er natürlich als Cabrio auf jeden Fall steifer ist. Das könnte natürlich eventuell ein Vorteil sein, aber naja, werden wir mal sehen, was der hier leisten wird. Bisher muss ich sagen, tatsächlich merkt man schon, dass der ein gutes Stück steifer ist. Also, ich bin jetzt auf den ersten Metern nicht unbedingt überzeugt davon, dass der langsamer sein wird. Aber natürlich darf man nicht vergessen, er wiegt ein gutes Stück mehr als der Superleggera. Also, ja, mal gucken, mal gucken. Er fährt sich angenehmer tatsächlich. Also war jetzt doch gar keine schlechte Idee, den Wagen hier noch zu fahren, damit man quasi auch mal so den Vergleich mit drinnen hat. Ja, auch hier wirklich sehr schön rum einfach. Fährt sich wirklich ordentlich, fährt sich absolut ordentlich. Aber, wie gesagt, er ist schwerer als der Superleggera. Und in den Stellenkurven merkst du es dann doch tatsächlich so ein bisschen, dass es ihn dann doch sehr schnell rausschiebt einfach. Aber wir befinden uns jetzt auf der Startzielgeraden mit knapp 10 km/h weniger über die Linie. Und das könnte sich auswirken auf die Zeit. Und das tut es auch. Und zwar ordentlich. Oh mein Gott, okay, das ist jetzt ein ordentliches Stück krasser, als ich vermutet habe. Nämlich gerade mal eine 1,55, 4,10. Damit 2 Sekunden langsamer als der Gallardo Superleggera. Und das wundert mich jetzt dann doch so ein bisschen. Dafür, dass wirklich eigentlich, klar, aerodynamisch ist da auch ein Unterschied drin. Das ist auf jeden Fall so. Nichtsdestotrotz, ich hätte ihn nicht so krass eingeschätzt, den Unterschied, weil er doch einfach in meiner Welt sich einfach ein bisschen angenehmer fahren ließ, weil er einfach doch dieses Stückchen steifer ist als eben der Superleggera. Ist interessant auf jeden Fall. Damit ist der Wagen sogar auch langsamer, ein gutes Stück langsamer als der R8 von 2013 und befindet sich zeitlich auf dem Niveau. Okay, Bugatti EB110 Supersport und Acura NSX ist jetzt schon eine Liga, wo du dich sehen lassen kannst. Auch Porsche Cayman, ja, wobei Porsche Cayman und Vanquish Zagato sind doch weit dahinter. Das hat gerade nur bei mir im Blick ein bisschen getäuscht. Ja, auf jeden Fall waren das heute doch sehr interessante Fahrzeuge, auch interessante Zeiten einfach. Der Performante absolut überragend, dass der da wirklich sich genau, und zwar wirklich haargenau, beim Pista und 27S eingesiedelt hat. Das ist krass einfach nur. Der Zero Uno oder Cerdo Uno, wie man es auch aussprechen möchte, auch definitiv überraschend gewesen, aber dann doch eher in eine etwas negative Richtung. Den hätte ich doch einen Tacken schneller eingeschätzt noch. Und ansonsten habe ich eigentlich zu allen so ziemlich schon das gesagt, was ich sagen möchte. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr Vorschläge habt, welches Thema an Fahrzeugen ich mal fahren soll, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Das war es auf jeden Fall für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.